Ein herzerfrischendes Moin und herzlich willkommen zurück zu Planet Zoo Park zurück Hotel Bahia. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Daumen nach oben da lassen und nicht vergessen, auch gerne eventuell ein Abo und die Glocke aktivieren, denn aktuell ist es so, dass meine Videos gar nicht so richtig angezeigt werden in der Abo-Box. Deswegen die Glocke aktivieren, da verpasst ihr nichts oder ihr checkt einfach mal jeden Tag meinen Kanal aus und guckt, ob ich da mal ein Video hochgeladen habe. Würde mich auf jeden Fall freuen. Genau. Wir sind zurück. Wir sind wieder da in Park Zoológico de Bahia. Und ich wollte jetzt erstmal gucken, was hier noch so Sache ist. Aber es sieht eigentlich ganz gut aus. Sieht so aus, als wäre hier... Also hier sind die Wildhunde drin. Genau das wollte ich sagen. Und wir wollten hier noch irgendwie ein Gehege bauen. Irgendwas, was zu diesen Affen passt. Das Smarteste wäre, wenn ich hier noch irgendwie Schimpansen reinmachen könnte oder sowas, aber ich wage es zu bezweifeln. Achso, hier sind ja die Mandrills drin, ne? Ist das das Mandrillmännchen? Da. Gleich mal gucken, wie sieht das hier aus? Kürzliche Geburt. Inzucht. Okay. Achso, er ist eh unfruchtbar. Okay. Sind das die einzigen drei oder wohnen da noch mehr drin? 7 insgesamt. Und dann weißt du, was hier los ist. Genau, das sind 4 Babys, okay. Na guck mal, dann passt das ja schon fast. Veterinärsforschung. Sehr gut, für die Spießböcke. Ich finde, das Gehege von den Mandrills ist ziemlich cool eigentlich, ne? Wenn man mal so guckt. Ich freue mich, wenn wir durch den Zoo gehen. Wie gesagt, drei Dinger ungefähr noch. Ich habe überlegt, hier kann man auch nochmal so ein kleines Tier irgendwie machen. Und die Frage wäre, ob ich nicht... Also Bonobos sind cool. Ob ich nicht nochmal irgendwas Antilopenmäßiges nehme oder ob ich halt irgendwie kleine Pandas nehmen soll. Ist halt immer ein Gewinner, so ein kleiner Panda, ne? Die sind immer gut. Gehe ich mit den kleinen Pandas? Könnte ich eigentlich fast machen, ne? Wenn wir dann sagen, dass wir hier nur so ein kleines Gehege für die machen. Nichts Aufwendiges oder so. So ein bisschen aller der Antilopen. Der Spießböcke, die wir da gemacht haben. Tier entkommen, ah, ist wieder ein Mandrill. Das regeln die Tierärzte, hoffe ich. Die Idee wäre halt hier den Weg so zu machen. Dann machen wir kurz an so. Dann muss das hier so ein bisschen umgestellt werden. Also ungefähr so hier. Sehr gut. Ist das Tier immer noch entkommen? Der ist da wieder durchgeglitscht. Wann kommt ein Tierarzt hierher? Da ist er. Erstmal direkt in den Kopf geschossen. Der Arme. Naja, jetzt haben wir dann hier die rennen jetzt raus, dann ist das halt so. Wir haben hier den Weg fertig gemacht, das heißt, jetzt kann man hier auf jeden Fall irgendwas machen. Es wäre auch cool, warte mal, wenn wir den Weg hier drüben... Ach, die drehen alle so mega hart durch. Tier entkommen. Wieder einer hier. Gleich Notfallgedings. Kostet 1000. Dann haben wir quasi den Weg hier irgendwie so ein bisschen größer rum machen. Warte mal. Wenn man quasi so macht. Irgendwie so in der Art. Kann ich hier jetzt noch... Oh, da. Da gibt es diesen einen Millimeter, wo du das machen kannst. Okay. Dann machen wir so und dann machen wir das hier.
noch ein bisschen runter. Weil dann könnte man mit Chance ich möchte jetzt gerne die hier umsetzen. Genau. Dann könnte man hier drin das Panda-Gehege machen. Wie groß muss das sein für Pandas? 220. Das ist ja nicht so viel. Unsere blauen Faust sind erwachsen. Unsere weißen. Erstmal ins Dings hier. Dich auch. Der Rest sollte eigentlich kein Baby sein, ne? Oder? Ach, du bist auch? Okay, die lassen wir frei. Alles andere macht wenig Sinn. Das müsste die Mutter sein, ne? Ja, ganz genau. Ach du Heiliger. Das gibt alles 100% hier, da gibt es keine Inzucht oder was? Gibt scheinbar auch Inzucht. Ah, ist hier noch ein heller V drin, ein weißer? Oh, ist das nicht süß, da liegen die Elefanten und die Vs zusammen. Um die habe ich mich auch nie richtig gekümmert, ne? Wobei, eigentlich ja schon. Lass nochmal zurück. Lass zurück zu unserem kommenden Panda-Gehege. Das ich hier gerne bauen möchte. So, dass wir hier halt irgendwie... Warte mal. Die Idee wäre halt... Das weiß ich noch nicht, wie cool das wird. Lass uns einmal gucken. Minus. So. Dann machen wir so. Ich habe eine Idee, mit der ich noch nicht hundertprozentig übereinstimme. Bin also noch nicht hundertprozentig fertig, meine ich damit. Wir gucken uns das einmal kurz an. Wie ich mir das vorgestellt habe. Und wenn es dann dumm ist, kann ich es immer noch ändern. So, die Idee ist folgende. Das geht ja mal so gar nicht. So. Dahin. Schade, das geht alles nicht. Es ist nicht tief genug, ne? Kann das sein? Durchbricht Gelände, ja. Ich glaube auch. Ja, das durchbricht das Gelände. Scheinbar. Warum wollen wir? Kann ich das hier nicht Gelände abflachen? Ja, das ist natürlich ganz toll. Und dann sollst du gucken, dass das hier funktioniert. Kann ich mir bei bestem Willen irgendwie auch nicht wirklich vorstellen. Ja, das geht nicht. Das ist so dicht dran hier alles, ne? Das muss so sein. Da muss der weg.
Dann geht das natürlich hier weiter. So, das ist schön. Das hier ist knapp so schön. Wieso ging denn das da so schön und hier eben irgendwie nicht? Gefühlt ist das hier ein smoother Hochgang. Naja. Ist das das smootheste, was ich hinkriege, dann ist das halt so. Ja, es geht eigentlich. Das hier ist natürlich noch ein bisschen besser geregelt. Das andere geht auch. Ist halt nur nicht ganz so schön. Oben flach, unten angepasst. Das ist, glaube ich, genau das Richtige. So ungefähr. Oh, kleinen Moment. So, da bin ich wieder da. Es gibt in diesen Zeiten, wo diese komische Krankheit ist, muss man auch zwischendurch mal so ein paar Sachen im Fernsehen gucken, ne? Um sich informiert zu halten. Ich weiß nicht. Soll man darüber quatschen? Die Idee wäre jetzt halt gewesen, dass ihr mal schreibt, wie es bei euch aussieht. In eurem Bundesland oder in eurer Stadt. Wie schlimm ist es da und merkt ihr schon irgendwas davon? Weil die Idee wäre ja auch gewesen. Ich sag mal, bei uns sind die Schulen ja abgesagt. Oder die haben halt, die sollen halt zu Hause bleiben. Meine Schüler. Und da ist dann halt die Frage, wie es bei euch ist. Ob ihr auch zu Hause bleiben müsst. Zum Beispiel. Und ob ihr dann mehr Zeit habt, um Planet Zoo Videos zu gucken. Das ist ja wichtig. So. Nichtsdestotrotz mache ich jetzt hier den Mitarbeiterweg irgendwo rein. Am besten hier hinten auf die Seite, ne? Was genau ist jetzt das Problem von dem Eingang? Die wollen mich doch trollen. Ach, das ist, weil er bis da unten geht. Okay. Ich sehe schon das Problem. Von dieser Gehegewand hier. Ich sehe es immer noch. Okay, halt. Kann ich das so ändern? Leider nicht, ne? Schade eigentlich. Ich glaube, ich muss das dann komplett wegmachen. Dann machen wir hier mal das hier hin. So. Jetzt sieht das so aus, als würde das funktionieren. So. Dann geht's halt da runter. Aber es ist auch Schwachsinn, ne? Egal. Hoffe, das klappt trotzdem. Dann ist hier der Eingang dafür. Sehr gut. Weil die Idee wäre jetzt halt, dass wir hier zumindest in den beiden. Ach komm, hier, wir machen hier Glas reinmachen. Dass man hier wenigstens reingucken kann zu den Pandas. Und auch auf den anderen Seiten halt. Ich mach das allgemein ein bisschen höher, glaube ich. So ungefähr. So, dass man hier so durchgeht und dann kann man hier auch bei dem Panda Burn reingucken. Ah. Das war blöd, dass ich das hier so gemacht habe. Oben flach und unten anpassbar.
Das war nicht so cool. So muss es dann halt sein. Und natürlich in die andere Richtung. Und dann kannst du hier reingucken. Irgendwie sowas. Ab und zu hier ein paar Fenster reinmachen. Gerne in die andere Richtung und dann auch hier. Bisschen hoch machen, sodass wir hier unten wenigstens noch einen Abschluss haben. Das sieht eigentlich immer ganz gut aus. Und wo könnten die Leute noch stehen? Hier drüben können die eigentlich auch noch stehen, ne? Ich glaube, aber hier ist es egal, weil hier ist das gut geregelt. Sehr gut. Guck mal. Alter, wir machen es. Wir machen es hier. Andere Richtung und dann. Die Grundhöhe etwas hoch. Das ist auch ein taktischer Kniff, ne? Sieht auch nicht so mega schlecht aus. Wie groß ist denn das? Okay, 900 Quadratmeter, das ist sehr gut. Das ist vielleicht gar nicht so hässlich. Wenn du hier so ein halbes Ding hast. Okay, ja, also wir kommen immer dichter hier an das Gehege ran, wie das aussieht. Der Bambus passt auch für die Pandabären. Ich denke, das ist eine coole Verbesserung hier auf der Ecke. So, dass wir dann hier noch so ein bisschen Panda-Burn haben. Ich guck mal, wie wir das richtig einrichten. Nächstes Mal, würde ich sagen. Ich bedanke mich an dieser Stelle fürs Zuschauen. Vielen Dank fürs Zusehen. Ihr seid toll. Macht weiter so. Immer schön kommentieren. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Haut es mal rein. Tschüss, Leute.